Vom 17. Juni bis am 1. Juli stellt Anna Maria Fusaro in der Galerie L33, das ist Oberalp im Sportsprecher im Werdenberg, aus. Interessant sicher die Vernissage, wo sie selber ist. Interessant sicher auch am 24. am Samstag, wo es einen Gewinner gibt und der Gewinner kann dann von ihr ein Porträt malen lassen. Anna Maria Fusaro, in München aufgewachsen, hat einen italienischen Pass, hat auch polnische Wurzeln noch. Und wirklich interessant ist das, wie sie hier in die Region kommt und wie sie eigentlich irgendwie in der Region sich auch beheimatet fühlt. Ich habe Anna Maria Fusaro bei der Arbeit gefilmt. Das Bild zeigt sie erst bei einer Ausstellung in Liechtenstein. Aber lerne doch Anna Maria Fusaro gerade selber mal kennen. Anna Maria Fusaro. So ein Name wie ein Bild. He? Und mit 6 bist du aufs Malen gekommen. Wie ist es dazu gekommen? Genau kann ich mich nicht erinnern. Ich habe die Erinnerung, dass ich mit 6 wusste, ich will Malerin werden. Wobei im Kindergarten meiner Mutter gesagt wurde, dass ich ein gewisses Talent habe. Also viele Kinder haben noch Kritzelkratzel gemacht und ich habe bereits darstellende Bilder gemacht, zum Beispiel Fische mit Wimpern. Und da hatte ich auch eine große Erkenntnis schon als kleines Kind, nämlich Männer haben auch Wimpern, nicht nur Frauen. Was, Männer? Ja. Warum ist das? Was ist das für eine Assoziation? Ja, weil ich als Kind denke, okay, nur Frauen haben Wimpern. Das ist halt so dieses kindliche Denken. Und dann habe ich erkannt, nein, Männer haben ja auch welches. Nicht nur etwas Weibliches. Und da konntest du es freigestalten und das hat dir Freude gemacht. Deine Fantasie ausleben? Ja, ja. Also schon von Kind an, die Fantasie war ein wichtiger Bestandteil meiner Kindheit. Und jetzt braucht es mehr als Fantasie. Du bist jetzt hier anmarschiert, wir sind vor der einzigen Holzbrücke über den Rhein, die willst du malen, du bist anmarschiert von einem Parkplatz weit weg, du kommst ursprünglich aus München, bist hier im Hotel. Also das ist ja Arbeit, was du alles da mitträgst, ist unglaublich. Ja, ja, das ist meine Staffelei. Solche Staffeleien gibt es in Europa nicht zu kaufen. Die, wenn ich sie dann öffne, wird man sehen, sie ist aus Metall. Okay, versuchen wir mal. Ist sehr leicht. Ach so. Telefon. Telefon ist immer gut. Ja, geh doch ran. Vielleicht ist es ein Kunde, vielleicht ist irgendwas Wichtiges. Nein, ich glaube, es ist eher eine Information. Ja gut, das muss auch sein. Wenn es denn zu... Hallo, hallo? Hallo? Okay. Hallo? Vielleicht die Rheinwache, vielleicht gibt es Hochwasser. Weil hier auf dem Rhein, das muss ich ja sagen, kannst du gar nicht vorstellen, da gibt es einen Rheinholzer. Und der holt da am gegenüberliegenden Ufer holt da Holz raus. Wenn der Rhein nämlich Hochwasser hat, dann kommen Stämme aus dem Kanton Graubünden daher und dann wirft er so ein Anker rein, ein Seil von 30 Meter oder so, dann springt er entlang dem Ufer, springt er mit und holt das Holz raus. Das wäre doch auch mal was, so ein Sujet. Machst du auch bewegte Sujets, sowas? Also im Sinne von Installationen? Nein, nicht so. Ich meine, zum Beispiel, du hast ja auch Porträts. Du hast so ein Porträt, das was, sieht fast aus wie der junge Rembrandt, aber ich meine, der Rheinholzer wäre doch auch mal was oder sowas. Ja, also im Prinzip bewegt sich ja vieles, was lebendig ist, Wasser oder die Bäume. Aber das Lebende ist natürlich am spannendsten. Also ein Gebäude zu malen, was ich ja auch gerne mache, das Gebäude hat viel Zeit zum Posieren. Der Mensch, der ist eben bewegt. Aber ich habe auch davon gehört, dass es Künstler gibt, die aus diesem Treibholz Skulpturen machen. Genau. Und dieser Kollege in Rheinholzer, das ist hier in der Region wirklich der Einzige. Das ist echt Kult und das gibt es nicht mehr lange. Der ist auch schon fast 65, also ja, wenn man den noch malen möchte, das wäre was. Ja, ist eine gute Idee. Ich habe, also mir schwebt so ein Projekt vor, wenn ich schon genug, sagen wir mal, Liechtenstein und das Rheintal gemalt habe, vielleicht sind dann die Menschen dran, anstatt die Landschaft und Architektur, vielleicht wäre es dann an der Zeit, die Rheintaler zu malen oder die Liechtensteiner und dann ausgewählte Persönlichkeiten sozusagen und eine Ausstellung daraus zu machen. Ich sehe schon, in deinem zarten Alter, knapp über 30, bist du immer voller Ideen. Ha? Ja, das stimmt. Packen wir mal aus. Ja, also die Staffelei musste ich, das ist Papier, braucht man immer. Übrigens, das ist so unordentlich wegen des Windes, weil der zerrt hier, hier kommt die Biese vom Norden, vom Bodensee. Genau. Und die hat mir die ganze Papierrolle aufgewickelt, die Biese. Also es ist eine metallische Aluminiumstaffelei, die kann man in Europa nicht kaufen. In Europa gibt es Holzstaffeleien, die sind aber schwerer. Ich hatte lange Zeit eine, war relativ zufrieden, aber das ist die beste. Woher hast du die? Aus Amerika importiert. Echt? Ja.
Es gibt einen Hersteller, ich glaube, der heißt Soltec, wenn ich mich nicht irre. Und der macht so, das ist auch so fast schon Raumfahrttechnik. Also das rastert von selbst ein, ja, auf der gewählten Höhe. Also man muss nichts mit Schrauben oder so. Ist ganz, also man ist ganz schnell, hat man alles aufgestellt. Aber trotzdem, also ich meine, du hast das alles hierher getragen, so ein paar hundert Meter. Also ja, malen täuscht noch, nicht? Ist ja auch Arbeit. Aber malen ist Arbeit und Geduld. Also ja, genau, fürs Malen braucht man viel Geduld. Und man muss konzentriert sein und am besten in guter Stimmung, weil die Stimmung beeinflusst das Endergebnis. Also wenn man traurig ist, dann wird das Bild traurig. Wenn man fröhlich ist, wird das Bild fröhlich. Also ist die Stimmung ein maßgebender Faktor beim künstlerischen Schaffen. Es hast du gestern skizziert. Warst du da traurig oder warst du fröhlich? Gestern war ich fröhlich. Und heute? Heute bin ich auch fröhlich. Und wärst du heute nicht fröhlich, dann wird das Bild... Ist schwieriger. Also okay. Ich kenne Künstler, die können nur malen, wenn sie depressiv sind. Echt? Ja, und sie müssen sich dann irgendwie in eine depressive Phase versetzen. Bei mir ist es aber eher umgekehrt. Wenn ich nicht gut gelaunt bin, dann geht das Malen irgendwie nicht so besonders gut. Okay. Also es hat wahrscheinlich auch mit der Natur zu tun, der Person. Also die besten Bilder sind entstanden mit Begeisterung bei mir. Das kann ich mir vorstellen, ja? Ja. So. Du hast in Florenz studiert, oder? Genau, klassische Ölmalerei. Ja, oi. Das ist jetzt... Das hast du gestern schon mal, gell? Du sagst dem Skizze, hä? Ja, vorskizziert. Das ist so eine Art, man könnte sagen, Untermalung. Genau. So, dass man eine Idee hat und dann kann man darauf aufbauen, sozusagen. Ist es schon Öl, das? Das ist Öl, ja. Öl mit Terpentin. Oh, da riecht man. Das riecht aber gut. Ja, und es ist schon eigentlich, man sieht, es ist schon von gestern auf ziemlich getrocknet. Also kann man dann gut drüber malen. Wird man von dem Terpentin, vom Öl, auch so ein bisschen süchtig? Nein, zum Glück nicht. Weil ich rieche das so gern. Ja, also Terpentin, beim Öl ist unschädlich. Beim Terpentin muss man aufpassen, wenn man im Inneren mit Terpentin arbeitet, ist es zu empfehlen, viel zu lüften, weil das kann gesundheitliche Folgen haben. Aber Öl ist unbedenklich, das ist gewöhnliches Leinöl, also natürlich so vorbereitet genau, zu malen. Genau, so, also so rieche ich es auch, gemacht. Ja. Also mit Leinöl. Und ist der Winter, die Biese, die macht das nichts aus? Nein, das ist im Sommer ist die Biese eigentlich sehr heilend und angenehm. Also ich habe in Heiden gemalt und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war August und es war richtig heiß. Ich weiß nicht, 35 Grad, 36, war so heiß und alle haben sich beklagt. Und ich stand so direkt am Bodensee und da kam der kühle Wind und ich habe mich gewundert, weswegen ist allen heiß? Doch bei mir war es so schön frisch den ganzen Tag, weil man eben dort... Wenn man eben, man ist an gewissen Stellen diesem Wind ausgesetzt und das ist halt im Sommer, wenn man viele Stunden steht und malt, ist es natürlich eine gute Erfrischung, weil man doch nicht überhitzt werden möchte. Man muss ja auch aufpassen, dass man nicht dehydriert. Du suchst immer die beste Perspektive und genau, das ist jetzt nicht die Perspektive, die wir hier sehen, wobei ganz weit weg ist es nicht, aber wir sind hier etwas tiefer, weil du hast echt die Perspektive von da oben genommen. Du warst da oben auf der neuen Rheinbrücke und da oben ist natürlich viel Verkehr, da hört man nichts. Genau. Aber kannst du es da weitermachen an einem ganz anderen Ort? Oder? Ja, also ein bisschen kann ich weitermachen. Letztendlich werde ich dann wieder nach oben gehen. Und das stört aber dich gar nicht, der Verkehr, die Brummer? Nein, das blendet man einfach aus. Ja. Das ist, es gehört eigentlich dazu, weil wenn man malt, draußen malt, dann möchte man auch ein bisschen so die Umgebung miterleben. Man ist, man blendet es ein bisschen aus, aber man erlebt es auch mit, so ein bisschen auch die menschlichen Stimmen, wenn man in der Stadt malt. Manchmal kommt jemand vorbei und fragt etwas und man kommt ins Gespräch. Dann entstehen auch sehr interessante Begegnungen. Also es ist immer ganz abenteuerlich im Freien zu malen. Es ist wie eine Art Happening, könnte man sagen, ja, weil man halt die Menschen auch ein bisschen provoziert, weil sie dann vorbeischauen und dann neugierig werden. Das ist natürlich gut. Warst auch schon auf der Rheinbrücke, auf der Holzbrücke, warst schon rüber, mit Fuß rübergegangen, ja? Ja, da bin ich rübergegangen, die ist sehr lang. Ja. Auch von innen, finde ich, wäre es ein schönes Sujet, ja, einfach diese Balken zu malen, mit dem am Ende sieht man dann so ein Licht, es ist halt relativ dunkel drinnen. Ja. Das könnte auch ein sehr schönes Bild geben. So das ist übrigens die einzige Holzbrücke noch, die eben reinführt, mindestens hier in der Schweiz und so. Das ist die einzige noch, die es überhaupt gibt.
Habe ich gehört. Also es ist eine historische Brücke und ich glaube, sie besiegelt auch die liechtensteinische und Schweizer Freundschaft. So. Ja, natürlich, natürlich. Da gibt es auch dann so gewisse Feste, Vereinigung und so weiter, dass man sich da zusammentut, über den Rhein weg und da kommt die liechtensteinische Regierung, die Schweizer Regierung, da trifft man sich auf der Rheinbrücke, trifft man sich da. Ich bin ja etwas älter als du, nur leicht, aber ich bin Jahrgang 53 und ich glaube, so gefühltermaßen war das ungefähr 1972, da habe ich dann in Vaduz mein erstes Auto geholt, ein VW Käfer 1303 oder sowas, weiß nicht mehr genau, auf wen orange war er. Und du kannst dir nicht vorstellen, da gab es keine neue Rheinbrücke, da sind wir über diese Brücke gefahren. Mit dem Auto? Ja, natürlich. Und da musste man dann immer... Das ist immer... eine Mutprobe. Nein, nein, das war überhaupt kein Problem. Man hat geschaut, ist jemand, der entgegenkommt. Da musste man warten und dann ist man rübergefahren. Und da dort links, da links am Abschluss der Brücke, da stand dann ein sogenanntes Zollhäuschen. Da war ein Lehrer von Sevelen, das ist die Gemeinde gleich da über dem Rhein, der war da zu Hause in diesem Zollhäuschen. Und hat aufgepasst, Lehrer, dass niemand etwas schmuggelt. Keine Ahnung, was der alles gemacht hat. Ich weiß nur, das Gulwas hat er gehorcht. Ja, ja, es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die dahinter steckt natürlich. Das ja. ist toll. Beschäftigst du dich mit solchen Geschichten auch? Also mich interessieren diese Geschichten sehr, wobei ich ein bisschen bedauere, weil man erfährt, also... Was ich ein bisschen bedauere, ich glaube, dass sie nicht so bekannt sind, die Geschichten. Was mir aber gut gefällt, ist, dass mir die Menschen hier immer erzählen, wenn ich irgendwo male. Zum Beispiel, hier ist ja der Hohe Kasten. Genau. Ja, und ja. das ist der Alpstein. Genau. Das weiß ich jetzt nicht aus einem Buch oder so, sondern tatsächlich, da kommen Wanderer vorbei und sagen, ja, da oben war ich auf dem Hohen Kasten, da müssen Sie auch mal. Und dann sagen sie, ah, das da drüben, die sieht man, glaube ich, hier nicht, aber das da drüben sind dann dahinter die drei Schwestern und so und da. Und die erzählen dann von ihren Wanderungen und so lernt man ein bisschen, so wie ich jetzt gerade gelernt habe, dass es hier ein Zollhaus gab, erfährt man sehr viel über die Region, weil das noch so wie früher von Munde zu Munde weitergegeben wird, weil die Menschen leben eigentlich hier ihre Umgebung. Sie sind nicht, wie sagt man dem im Englischen, sagt man dazu, detached, sondern sie leben tatsächlich in ihrer Heimat mit einem Bewusstsein, das mich sehr anspricht. Du bist ja echt ortsaffin. Du sagst Hoher Kasten, du sagst drei Schwestern. Du kennst dich aus. Ja, aber das verdanke ich den Einwohnern. Also die haben mir... Bist du eigentlich schwindelfrei? Nein. Nicht? Schade. Weil da gäbe es einen sogenannten Fürstensteig, Gafleit, da könnte man hochgehen. Das gäbe nämlich ein unglaubliches Sujet runter auf die zerklüfteten Felsen und so weiter. Aber da... Wobei am Eingang, da gibt es ein Bänklein, das wäre echt ein Platz. Wie ist es das? Bleibst du noch längere Zeit hier ja. für die Ausstellung? Oder? Ja, also, diese Bilder, ich male jetzt Bilder von Liechtenstein. Jawohl. Ich habe früher vor einigen Jahren Bilder vom Rheintal gemalt, St. Gallen, Heiden, Altstätten. Und jetzt ist Liechtenstein an der Reihe, das ist eben, kommt dann für diese Bilderreihe, wird auch gemalt. Und im September gibt es dann eine Vernissage und Ausstellung Mitte September in Mauren in Liechtenstein. Ja, okay. Und jetzt bin ich eben noch den Sommer am Hinzumalen. Also sind so circa 20 bis 26 Bilder letztes Jahr entstanden. Und jetzt male ich noch welche hinzu, um auch dem Land gerecht zu werden, weil es hier ja, so viele interessante Dinge gibt. Und die Brücke gehört natürlich dazu als, als historisches Element. Aber Anna-Sophia, also Anna-Sophia, das macht sich schon, das ist die Dürmei, das ist die Sängerin von Hamburg, also Anna-Maria Fusaro. Da oben, da beim rechten Fels, das ist, da geht man hoch nach Gafley. Und da kann man dann gleich mal reingehen, bevor man diesen steilen Weg sieht, hat es ganz am Anfang hat so ein Bänklein. Ich denke mir, die Staffelei dort aufstellen und dann die zerklüfteten Felsen des sogenannten Fürstensteigs, weil beim Nationalfeiertag marschiert da immer die Pfadfinder, marschieren da immer von oben runter und ist echt ein super Weg. Wenn du nicht schwindelfrei bist, dann geht es natürlich nicht, aber beim Anfang, da könntest du gut dich hinstellen und diesen Weg, diese zerklüftete Landschaft mal bauen, mal malen, weil die wurde ja dann auch irgendwie bebaut, diese Mannschaft mit Seilen, diese Landschaft mit Seilen und so weiter. Also das wäre schon was, ha? Ich würde mich mal da erkundigen. Also wäre ja jammer schade, wenn du schon ein Weilchen dein Liechtenstein bist, wenn das nicht auch irgendwie mitnehmen würdest. Das wäre ja super. Ja, also ich habe so ein bisschen an Wanderwege gedacht, wobei ich wahrscheinlich, wenn ich wandern gehen würde, nicht die große, sondern ich habe noch eine kleine Staffelei. Ja, 20 Minuten, weißt du. Ja. Du fährst mit dem Auto hoch. Und dann kann man 20 Minuten laufen. Genau, 20 Minuten, ja. Also entweder da brauchst du einen Sherpa.
Denn Tänzing haben wir in Liechtenstein nicht, aber sonst sein. Ne? Aber man könnte zum Beispiel mit einer kleinen Staffelei, das mal mit einem kleineren Bild versuchen oder machen. Das, glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Da bin ich auch schon mal wandern gegangen. Also mit Rucksack, kleine Staffelei in den Rucksack. Und da kann man dann auch ein paar schöne Motive einfangen. Ja, das schaffst du locker, bin ich überzeugt. Ja. Also ich bin einfach ganz sicher, da wärst du extrem beeindruckt, wenn du das siehst. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr eindrucksvoll. Ja. Okay, und dann brauchst du Farben, nehme ich an, oder Ölfarben? Ja, genau. Die Ölfarben. Ah, die Ölfarben, die sind hier. Ach so, das ist alles schon da. Ist alles schon da, aber was ich brauche, ist das Öl und das Terpentin. Was, die Ölfarben sind hier? Die sind hier versteckt, genau. Ach. Alles, was ich brauche, ich benutze eine deutsche Marke, das ist Schminke. Ich bin sehr zufrieden mit den Farben. Die sind sehr, sehr schön, also von dem Pigment her. Und ich habe da so meine Lieblingsfarbtöne. Meinst und du? Ich weiß schon sofort, okay, welche Farbe gibt es, wie ich muss ich die mischen. Da muss ich nicht lange überlegen, weil ich die schon so gut kenne. Und dann brauchst du auch Öl. Genau, Öl ist zum Verdünnen der Farben, damit sie sich besser auftragen lassen. Also habe ich Öl und Terpentin. Ist irgendwie schon recht kompliziert, nicht? Ja, man muss halt sich an gewisse Regeln halten. Also die wichtigste Regel ist, dass man Fett über Mager malt. Also man tut mit der Zeit, umso mehr man das Bild aufbaut, immer mehr Öl hinzufügen und nicht am Anfang das ganze Öl. Also man sozusagen verringert immer den Anteil des Terpentin. Am Ende kann man dann mit purem Öl malen. Was für mich schleierhaft ist, wie du diese Schattierungen hinkriegst, das ist mir... Und wenn jetzt einmal was missraten ist, kannst du es wieder übermalen? Oder? Also Ölfarbe, für Anfänger ist es vielleicht nicht so gut. Ja. Aber wenn man schon längere Zeit malt, Ölfarbe ist halt toll, weil es sehr flexibel ist und war auch bei den alten Meistern beliebt, weil man mit so viel mit Ölfarbe machen kann. Man kann eben, also man kann sozusagen Farbe in Farbe malen oder dieses sogenannte Nass in Nass. Und dadurch entstehen zusätzliche Effekte oder man kann sehr, sehr, sehr sanfte Übergänge von Farbtönen kreieren, was bei schnell trockenen Farben wie Aquarell. Ja, genau. Ja, also man, ja, bei Aquarell muss man es, ist eine bisschen andere Technik, aber bei Ölfarbe kann man halt sehr lange und ausgiebig arbeiten. Ist eine sehr gute Technik für realistische Darstellungen. Wenn man es kann, ja. Wenn man es kann. Nervt dich nie, dass du mal was missrät und so? Also mich ärgert es, wenn ein Bild nicht so gut gelungen ist am Ende. Das ärgert mich schon. Aber das ist jetzt echt wirklich super gelungen, nicht? Ja, es ist ein guter Start. Also, Was guter Start? Ja, bei mir, weil ich auch etwas ausgesucht habe, wo ich mir dachte, dass die Rhythmen interessant sind. Also wir haben hier einmal diesen Weg unten, den Weg oben und das ist so ein bisschen wie Musik. Also man merkt so, genau, die Linien gehen so in alle Richtungen. Und dann eben dieser, also wo dann Liechtenstein, wo es dann in Liechtenstein nach oben geht und der Alpstein dann auch so schön sozusagen eine Art Ergänzung bildet und dann hier noch die Steine im Rhein. Das ist irgendwie so von der Rhythmik her hat mir das gut gefallen. Und der ganze verbindete Charakter ist auch drauf natürlich so. Ja, ja? Genau. Und was steht denn da jetzt noch an bei dem Bild? Also jetzt kommt die Tiefe und also die Schatten werden dunkler sein. Ich werde sie sozusagen jetzt so richtig festlegen. Hier kommt natürlich noch Schatten, hier, da ein bisschen intensiverer Schatten. Das Bild bekommt mehr Farbe, mehr Substanz und mehr Farbe und ein bisschen mehr Dreidimensionalität, wenn man so möchte. Also ich werde es dann einfach aufbauen. Hier habe ich dann meine Pinsel. Ich bin ein bisschen faul. Die habe ich gestern nicht gewaschen. Die benutze ich dann einfach weiter. Da gibt es auch einen Trick, man bei der Ölfarbe, man tut die Pinsel über Nacht ins Öl. Dann trocknen sie nicht aus. Und dann kann man am nächsten Tag weitermalen mit den Pinseln. Ein bisschen faul, habe ich gehört. Ja, weil man müsste, theoretisch wäre es am besten, zum Beispiel hier, wenn es jetzt Franz das bisschen aus ist, theoretisch am besten, die Pinsel jeden Tag zu waschen. Aber manchmal hat man dann am Abend keine Lust mehr nach dem ganzen Tag malen und dann macht man es sich sozusagen bequem. Ja, natürlich. Aber ab und zu muss man sie waschen, dann kriegen sie auch wieder ihre Form zurück. Also faul, denke ich mir, bist du nicht. Du bist ja sehr fleißig, denk ich mir. Du bist ja extra hierher gekommen. Du stellst ja deinen Krabs aus bei der L33, bei der Galerie. Genau, in Werdenberg. Da wird es vier Themenbereiche geben. Einmal Rheintaler Landschaften.
Also ich glaube, ein paar Bilder glaube ich auch aus St. Gallen und vielleicht sogar eins aus Heiden. Und dann das zweite sind Porträts, die präsentiert werden. Es wird dann zwei Sammlerporträts geben. Man kann auch, weil Eröffnung ist ist diese Woche eigentlich schon, am Samstag, den 17. Genau, wir blind das sein, ja. Um 15 Uhr und dann in zwei Wochen ist Porträtmalen. Also jeder, der kommt, kann ein Porträt gewinnen. Und das funktioniert dann so, alle, die da kommen, wir machen dann eine große Verlosung und der Gewinner setzt sich hin und wird dann gemalt innerhalb von einigen Stunden. Und dann darf er das Porträt mit nach Hause nehmen. Und die anderen Anwesenden können dann zuschauen, wie so ein Porträt entsteht, ein schnelles Porträt, innerhalb von einigen Stunden. Und da anwesend wird auch eben ein Kunstsammler sein, der sich von mir hat porträtieren lassen, aufwendig, also nicht an einem Tag. Und er wird ein bisschen darüber berichten, wie das so ist, wenn man mehrere Stunden oder mehrere Tage posieren muss für einen Künstler. Man muss da nämlich ruhig sitzen, darf sich nicht zu viel bewegen. Hast du Vorlieben? Also eher Landschaft oder eher Porträts? Oder? Also ich liebe Landschaften, ich liebe Porträts. So das Persönlichste, was eben dort auch ausgestellt wird in der Galerie L33, das sind die symbolischen Bilder. Und das ist, da kommt man, weil das ist mehr so, auch Porträts sind oder Landschaften sind überpersönlich. Da hat zum Beispiel jeder irgendwie einen Bezug dazu. Das Symbolische geht so mehr auch in das Geistige hinein oder in das Konzeptionelle, in das Philosophische. Und da kommt halt viel zu tragen, was ich aus dem Leben beobachte oder was ich gelesen habe, weil ich interessiere mich sehr für Philosophie, Religion, Mythologie, also so ein bisschen auch für das, was die Welt sozusagen im Inneren zusammenhält, wenn man so möchte, oder auch Gott und diese großen Fragen. Und das ist dann auch, kommt dann in diesen Bildern sozusagen zum Ausdruck. Und da kann man dann als Betrachter, weil jedes Bild erzählt eine Geschichte, kann man dann selber für sich eine Geschichte entdecken in einem Bild. Weil ich schreibe nicht vor, wie es interpretiert werden soll. Und manchmal sind die Interpretationen interessanter als meine eigenen Gedanken. Fällt es dir einfacher, dich verbal zu outen oder eher in Bildern? Um ehrlich zu sein, ich glaube, oh, das ist eine sehr gute Frage, das habe ich mir nicht überlegt. Also ich glaube, für mich ginge eigentlich beides. Also ich äußere mich gerne verbal, wobei die Bilder haben den Vorteil, dass ich denke, sie treffen mehr ins Herz der Menschen. Und man kann gewisse Blockaden, die Empfänger haben, überbrücken, weil Ästhetik ist eine göttliche Sprache, eine Sprache, die ohne Worte funktioniert. Es gibt ja dieses Phänomen, viele Menschen stören sich an Formulierungen oder an Worten. Manche Menschen mögen manche Worte nicht oder manche Formulierungen nicht. Aber wenn sie dann ein Bild sehen, dann ist es mehr so überkonzeptionell, weil es ist über den Worten. Und dann kann zu ihnen vielleicht eine Botschaft vordringen, die sie so nicht annehmen würden, weil sie sich damit schwer tun. Oder weil man vielleicht bei Worten ist ja das Problem, dass man selber nicht immer die richtigen Worte verwendet oder ein Wort falsch oder ein etwas falsch versteht und dann auch falsch zum Ausdruck bringt. Und beim Bild gibt es diese Gefahr nicht. Deswegen ist es eine eher direktere Art zu kommunizieren, eben die mehr so in das Gefühl, in das Herz der Person hineindringt. Wobei Worte können auch Momente ausdrücken und Bilder bleiben dann. Du hast so ein Bild, da sind fast alle, glaube ich, halb oder ganz maskiert und du stehst in der Mitte und hast keine Maske. Ja, genau. Das stimmt. Das ist, ich glaube, das ist auf dem, ich habe das hier sogar. Du hast mir das bei WhatsApp geschickt und ich habe gedacht, das bist du in der Mitte drin. Genau. Das ist hier von meinem Flyer. Das kann sein, ja. Moment, genau. Und das ist ein Gemälde, das wird auch in der Ausstellung gezeigt. Vielleicht sieht man hier noch ein bisschen. Also es ist im Prinzip ein Gemälde. Genau, das bist doch du, oder nicht? Das ist eine Frau, die ist nicht maskiert. Ja, schon, aber das bist doch du. Könnte ich sein, ist aber war nicht so angedacht. Es geht eher um dieses Prinzip, dass jeder Mensch trägt gewissermaßen eine Maske, wenn wir ehrlich sind. Er versucht halt, sich irgendwie zu präsentieren oder möchte irgendwer sein. Genau. Und natürlich tut man sich schwer,
manchmal, wenn man versucht, man selbst zu sein in einer Gesellschaft. Insbesondere, das hat halt auch mit der Gruppe zu tun, weil die Gruppe möchte natürlich auch als Einheit, dass alle irgendwie dazugehören. Und dann, wenn jemand nicht dazu passt, dann eckt er oft an. Das ist halt so diese Dynamik zwischen Individuum und Gruppe. Ist halt ein, es gibt halt diesen Konflikt, wenn man so möchte, weil jedes Individuum hat viele Ideen und wir wissen das ja von Nikola Tesla oder Michelangelo, also diesen großen Erfindern und Denkern und Künstlern, Goethe, sie verändern die Welt, aber sie tun sich auch schwer, weil die Gruppe möchte sie natürlich anpassen. Aber wenn man sie anpasst, dann diese Individuen, dann zerstört man sie. Weil das, was sie ausmacht, ist eben, dass sie nicht so sind wie alle anderen. Mhm. Und da ist halt dieser Konflikt, weil die Gruppe braucht solche Menschen. Die Gruppe braucht Individuen, die die Gruppe vorwärts bringen. Gleichzeitig hat sie halt eben diesen Drang, weil sie auch als Gruppe bestehen möchte, diese Tendenz, auch das Individuum zu zerstören. Also ich denke, du kannst gut malen, du kannst dich in Bildern gut ausdrücken, aber verbal auch. Hast du schon mal überlegt, das irgendwie zusammenzuführen? Ja, also ich werde am Samstag eine Ansprache halten, so ein bisschen über die Ausstellung, über die Thematik. Es gefällt mir schon sehr gut. Ich habe ein Buch gelesen von, ich glaube, er hieß Dale Carnegie, über Reden, also wie man Reden hält. Also das Thema finde ich schon sehr interessant, weil man... Ja, ich liebe die Philosophie und Philosophen reden ja bekanntlich sehr gerne. Ja. Fusaro denkt, Fusaro schwebt, Fusaro schweigt. Ja. Ich meine, gäbe doch mal eine Reihe, verbal, dann mit Bildern begleitet und so. Irgendwas? Ich stelle es fest, du kannst dich verbal sehr gut ausdrücken. Und du kannst es auch noch begleiten in Bildern. Ich finde das dann immer so irgendwie schade, dass nicht beides geht. Oft stellen dann Malerinnen ihre Bilder irgendwelchen Autoren zur Verfügung. Aber du könntest beides. Ja, also ich glaube, so eine Führung zum Beispiel, das habe ich öfters gemacht, durch die Ausstellung in der L33, wo ich dann auch von den Bildern erzähle. Ja. Das hat dem Publikum sehr gut gefallen. Ja. Also das sozusagen zu verbinden. Und dann gibt es zu jedem Bild eine Geschichte, weil es einfach so ist, dass das Entstehen des Bildes oder auch die Gedanken, die man hatte, eine wichtige Rolle spielen. Und das hat guten Anklang gefunden, könnte man machen. Was ich denke nur, du denkst so viel, deshalb habe ich gesagt, Fusaro denkt. Und dann denke ich mir, Fusaro schwebt, du hast ganz viele Gedanken und dann die einzuordnen, dass er täuscht. Und dann manchmal machst du so einen Stopp beim Sprechen und dann denke ich mir, dann denkst du, wie geht das jetzt weiter? Und gehst wie in dich und denkst, wie soll das weitergehen? Wo ist der Anschluss? Weil wenn jetzt du hier malst und so, kommen dir auch ganz andere Gedanken, als jetzt einfach die Reimbrücke. Schon andere Gedanken, die schon in dem nächsten Bild irgendwie münden, oder? Also es ist so, ich finde das mit dem Schweigen sehr gut, weil ich glaube, dass Reflexion sehr wichtig ist. Also auch nicht nur in der Kunst, sondern auch im Leben, dass man sozusagen nach außen geht, aber dann auch wieder ein bisschen in sich geht. Es muss eine Balance geben. Wenn man zu sehr in sich ist, das ist auch nicht gut. Was es mit dem Gedanken zu tun hat, natürlich ist es am optimalsten, wenn der Fokus auf dem Bild ist, also wenn man in der Gegenwart ist und nicht jetzt irgendwie zu sehr abschweift. Und dann entstehen auch die besten Bilder. Mhm. Also man behandelt die Gedanken dann beim Malen am besten eher flüchtiger, als dass man jetzt irgendetwas zu sehr nachsinniert oder zu sehr nachgeht. Es ist besser, oder einfach gar nicht zu denken, was aber, glaube ich, eine sehr hohe Kunst ist, aufhören zu denken. Oder zumindest, dass die Gedanken einfach nur so vielleicht kurz aufleuchten beim Malen, aber dass man ihnen nicht zu sehr nachgeht, weil man will schon beim Bild sein und nicht irgendwo dann in den Traumräumen sozusagen herumschweben. Okay, ja. Wir erleben dich bei der Vernissage. Wir können natürlich dann auch diese Ausstellung besuchen. Das und wir würde erleben mich sehr dich freuen. Dann eine Woche später, gell? Ja. Das Porträt malen, ja? Ja. Das schauen wir dann mal. Und jetzt schauen wir dir einfach mal über die Schultern. Ja. Du kannst sogar sprechen, ist ich kein Problem. Ich erzähle gerne. Also jetzt, womit ich anfange, ist, ich habe hier so, ich tue hier damit ausmessen, wie viel, also wie die Proportionen sind, wie das Verhältnis ist. Ich nehme jetzt erstmal ein Teil Öl. Gestern hatte ich ein Teil Öl, drei Teile Terpentin.
Und heute mache ich mal ein Teil Öl, zwei Teile Terpentin. Und das Terpentin übrigens, das verdampft auch während des Mahlens, was ein bisschen ungünstig ist. Aber eins, so. Das ist eine Wissenschaft. Ja, man muss halt das Prinzip kennen. Das Prinzip ist einfach, dass man sozusagen immer fetter, also dass der Farbauftrag immer mehr Öl beinhaltet und nicht weniger. Und natürlich passt die unglaublich, die weiße Bluse passt super dazu, nicht? Ja, die kann ich schön bekleckzen. Ach so. Das ist mein Malhemd sozusagen, dass man halt alles schön dreckig machen kann. Also das Erste, was ich hier machen würde, natürlich ist gut, das noch zu vermischen. So. Das Allererste, was ich heute machen würde, wäre, so ein bisschen in die Schatten zu gehen. Also ich benutze dazu gerne, wurde mir während meines Studiums empfohlen von einem meiner Professoren, Alizarin Krablack. Ist ein sehr schönes Pigment. Das ist so rot, ist ein kaltes Rot. Das ist gut, insbesondere für Schatten draußen, weil Schatten draußen eher kühl sind als warm. Ist das eine Glasplatte da oben? Nein, das ist Plastik. Ah, Plastik, okay. Wobei, ich habe auch gesehen, dass Künstler auf Glas malen. Aber ja. Glas wäre für diese Zwecke ein bisschen zu schwer. Zu schwer, genau. Ja, weil Glas ist natürlich zusätzlich Gewicht und man möchte hier mobil sein und so. Also ich habe dann ein preußisch Blau genommen. Das ist auch ein kaltes Blau. Ein preußisch Blau? Ja. Also man sieht, es sieht fast aus wie schwarz, aber wenn man es so ein bisschen verdünnt, merkt man gleich, es ist eigentlich ein herrliches Blau. Und wenn man es dann vermischt, dann hat man so ein, ja man könnte sagen, ein tiefes Violett. Ach genau, das. Und sobald der Schatten geht, schäme mal ein bisschen nach links, nur ein bisschen nach links, nein, auf die andere Seite so, ja. Nein, damit Schatten drauf kommt, nein, ja. Ist Wahnsinn, wie sich das verändert, ja, Licht und Schatten, ist, gell? Das ist ziemlich dunkel und dann, sobald Licht draufkommt... Ja, das ist ein Problem der Maler, weil die Natur hat natürlich unendlich viel mehr Farben und unendlich viel mehr Schattierungen, als man auf ein Bild einfangen kann. Das ist halt ein großes Problem, deswegen wird auch viel... Also die Regel ist, dass man einfach ein bisschen reduziert sozusagen. Also hier würde ich jetzt ein bisschen... Ach, ich habe hier einen braunen... Weißt du, ich frage mich jetzt nur, du malst es hier und dann, wenn du zu Hause bist, im Zimmer, sieht das nicht ganz anders aus dann? Ja, es ändert sich. Das Bild sieht je nach Licht anders aus, aber im Prinzip geht es nicht so sehr darum, wie es wo aussieht, sondern ob es als Ganzes gut wirkt. Also, und wenn okay. das Bild als Ganzes gut wirkt, dann ist es egal, dann kann sich auch das Licht verändern. Natürlich, Bilder sehen immer am besten aus, wenn es eine gute Beleuchtung gibt, zum Beispiel in einer Galerie, da präsentieren sich die meisten Bilder immer am besten. Mama mia. Ist einfach so. Also Licht spielt schon auch beim Bild. Das braucht eine Handfertigkeit, Wahnsinn. Beim Bilder sozusagen anschauen eine Rolle, Licht. Ja. Unglaubliche Handfertigkeit, ja. Und du malst da mutig rein. Ja, also man kann, die Ölfarbe ist halt toll, weil ich kann jetzt, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein Beispiel gebe, dann nehme ich noch einen zweiten Pinsel. Ich kann jetzt, sagen wir mal, ich brauche noch ein Grün, eigentlich zwei Grün. Das sind also zwei Grüntöne, die ich sehr mag. Das ist eben eigentlich drei, glaube ich, meine Lieblingsgrüntöne. Das ist dieses Chromoxidgrün stumpf. Das ist ein sehr schönes so... Also das Grasgrün ist natürlich leuchtender, aber es ist halt ein sehr gutes Grün zum Mischen. Und es gibt ein bisschen mehr so Substanz. Dann dieses Phthalo-Grün, das ist ein sehr aggressives, dunkles Grün. Sehr, ja fast schon wie Smaragdfarben, wenn man so möchte. Und das ist auch, also... Hoppla! Das ist eben der Wind. Das ist halt der Wind. Ja, deswegen kann man oft keine Schirme aufstellen. Und da eben dieses... ich habe permanent, also es sind, ich weiß gar nicht, wie das ist, permanent gelb-grün, glaube ich, ist das. Also viele Grüntöne oder viele Farbtöne, die es heute gibt, die gab es früher nicht. Und die chemische Industrie hat uns eigentlich sehr viele Farbtöne geschenkt, was für einen Künstler toll ist, weil das war noch früher, also vor Hunderten von Jahren, ein Problem, gewisse Farbtöne überhaupt zu erhalten oder dass sie dann ihre Lichtechtheit bewahren. Und
die in der Chemie konnte man jetzt, oder kann man jetzt sozusagen viele Pigmente herstellen, die es nicht gegeben hat. Also, was ich zeigen wollte ist, also ich nehme jetzt zum Beispiel einen Farbton, jetzt kann ich, wenn ich möchte, in das, was ich bereits gemalt habe, hineinmalen. Und so, ach so, kann man, genau, das ja, ist eben ja, genau, bei der Ölmalerei so faszinierend, dass man sozusagen nicht eingeschränkt ist. Also bei zum Beispiel Aquarell, ich bewundere alle Künstler, die mit Aquarell malen, da muss man sehr schnell arbeiten und man darf eigentlich keine Fehler machen bei der Aquarellmalerei. Bei der Ölmalerei kann man sich Fehler erlauben, wenn man es dann beherrscht. Weil man kann es dann während des Malens sozusagen noch ausjustieren. Wie lange machst du es an dem Bild noch ungefähr? Was denkst du? Ich denke so zwei Vormittage wahrscheinlich. Ach so, okay. Dann sind wir gespannt. Wir sehen dieses Bild auch bei der Ausstellung, gell? Beim L33. Nein, nicht. Das Bild wird nicht gezeigt. Das wird nicht gezeigt. Super. Nein. Es ist so, die Lichtensteiner Bilder sind... Das habe ich versprochen, das ist das Rössle in Mauren, ja, habe ich versprochen, die werden nur in Liechtenstein gezeigt und haben ihre Premiere im September. Okay, ja, also dann müssen wir es hier abbrechen, weil sonst haben wir das fertige Bild schon. Dann sind wir mal gespannt. Nein, also zeigen kann ich es schon, aber noch nicht in einer Ausstellung, ja, so ist das gemeint. Ja. Also die sind dann sozusagen reserviert für diese Ausstellung im September. So von der Art her, vom Hut her, ich meine, so ein bisschen Italien hast du dir gerettet, gell? Aber Ausstellungen in Italien hattest du bisher noch nicht, oder? Nein, es wäre aber ist eigentlich ein Traum von mir, in Florenz einmal eine Ausstellung zu machen, dort, wo ich studiert habe. Weil Italien ist sehr vom Wesen her, ich habe gestern auch mich mit einem Italiener unterhalten, da ist es mir aufgefallen, Italien ist so von der Lebensart und vom Wesen her sehr künstlerisch. Ja. Deswegen, glaube ich, wirkt es auch so anziehend auf Touristen. Weil es einfach die Menschen haben einen sehr, so dieses deutsche Vita, einen sehr, sehr interessanten oder sehr schönen Lebensstil. So eben, sie wissen, wie man das Leben genießt, ja, sozusagen. Das kennen wir auch ein bisschen, glaube ich, aus Spanien und ja, so. Ja, genau. Ja, die Lebensfreude, die schlägt sich halt auch nieder, gell? In der Kunst, auch in der Art der Leute und so weiter, ja. Und vielleicht das Wetter spielt auch eine gewisse Rolle, nicht? Ja, ich glaube, die Sonne spielt eine sehr große Rolle. Ja. Umso mehr Sonne, desto glücklicher sind die Menschen. Ja. Wobei ich möchte auch hier hinzufügen, ich glaube, die Rheintaler sind gesegnet, weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr im August, da war es hier schön grün, alles wunderbar. Und man fährt dann nur ein bisschen weiter nach Bayern, München, da war alles ausgetrocknet. Also hier ist das sozusagen das Mikroklima noch besser im Rheintal, wahrscheinlich durch die Berge, es gibt mehr Regen und so, und das ist, weil wir haben ja dieses große Problem in Europa und auf der Welt, dass es zu wenig regnet, mhm, in den letzten Jahren, und das ist halt, deswegen finde ich auch, dass die Schweizer und die Liechtensteiner gesegnet sind, weil sie auch ein sehr gutes Klima haben. Ja, da sind wir froh, dich hier zu haben. Ja. Okay, wir sehen dich da bei der Ausstellung, jetzt natürlich auch bei diesem Interview, im Fernsehen und so weiter. Was ist denn so dein größter Wunsch? Oder gibt es überhaupt als Künstlerin? Ist ja auch ein hartes Brot, oder? Ja, ist nicht immer einfach. Also man kann nicht sagen, oh, das wäre eine Lüge zu sagen, ah, es ist ganz leicht. Es ist nicht so leicht. Aber man macht das, es gibt diesen Künstler aus dem Allgäu, der hat mir einmal erzählt, Andreas Scholz, er malt Landschaften, er hat mir einmal erzählt, als er jung war, hat er sich überlegt, was er machen würde, wenn er Millionär wäre. Also was ist sozusagen, wenn er alles Geld der Welt hätte, was würde er dann machen? Und er hat dann gesagt, ja, er würde Bilder malen. Und dann hat er sich gedacht, okay, wozu warten, bis ich Millionär bin? Dann male ich einfach sofort Bilder und bin glücklich. Und so, also das für mich hatte das damals auf den Punkt getroffen. Ich glaube, wenn man Künstler ist, und das betrifft wahrscheinlich auch Schauspieler, Musiker, man macht es einfach aus Prinzip und nicht unbedingt, weil jetzt Geld die Hauptmotivation ist. Das ist, wenn man Geld haben will, dann wird man Arzt oder was wird man, der Unternehmer oder... Also wenn man jetzt reich werden möchte. Natürlich kann man auch als Künstler reich werden, aber ich glaube, dass es das für die wenigsten die Hauptmotivation ist.
Du bist demnach glücklich, so wie es ist? Ja, ich bin sehr glücklich. Also ich glaube, ich bin eigentlich gesegnet. Übrigens heißt Anna auch, also der Name aus dem Hebräischen, die von Gott Gesegnete. Und ich glaube, es ist schon ein Segen, wenn man im Leben das machen darf, was man wirklich liebt. Also dafür bin ich eigentlich zutiefst dankbar, dass ich eigentlich einen Traum leben kann. Wahrscheinlich auch einen Traum von vielen Menschen.